Wir haben schon begonnen, das solothurnische Gäu in der Schweiz kennenzulernen. Heute schauen wir uns eine Gemeinde speziell an, Egerkingen, eine politische Gemeinde im Bezirk Gäu des Kantons Solothurn in der Schweiz. Egerkingen liegt eigentlich ziemlich in der Mitte der ursprünglichen Landschaft Gäu. Heute am nordöstlichen Ende des Bezirks Gäu. Seine Nachbargemeinden sind im Norden Langenbruck, schon im Kanton Basel-Land, nordöstlich Heggendorf, östlich Gunzgen, südöstlich Herkingen, südlich Neuendorf, südwestlich Oberbuchsitten und im Nordwesten Holderbank, Kanton Solothurn. Somit grenzt Egerkingen an den Bezirk Olten und Bezirk Thal des eigenen Kantons, während mit dem Weiher Bernwil in der Gemeinde Langenbruck die Grenze zum Kanton Basel-Land geteilt wird. Die nördliche Hälfte wird vom Waldunterwald bedeckt, das ist fast die Hälfte des Gemeindegebietes, während die südliche Hälfte Besiedlung und Ackerfelder ausmachen. Egerkingen hat die Postleitzahl 4622. Es liegt auf das eigentliche Dorf. Der Dorfkern liegt auf 440 Metern Höhe, hat eine Fläche von knapp 7 Quadratkilometern mit 3500, gut 3500 Einwohnern und damit einer Einwohnerdichte von 509 Personen pro Quadratkilometer. Was die Geschichte von Egerkingen angeht, Egerkingen, ein Dorf im ehemaligen Buchsgau am Jura-Südfuss, von dem der Chronist Haffner anno 1666 geschrieben hat, es sei ein halb irdisch Paradies. Egerkingen also gehört zu den ältesten Siedlungen im Kanton Solothurn. Der Oltener Bodenforscher Theodor Schweizer hat auf dem Vorberg Ramelen ein vorgeschichtliches jungsteinzeitliches Refugium ausgegraben. Auch die Römerzeit ist durch mehrere Fundstellen vertreten, so beim Schulhaus Kleinfeld, beim Restaurant Halbmond, im Dorfteil hinter der Kirche, so wie bei der heutigen Klinik Friedau. Im Sandl grub man einen römischen Gutshof aus und auch die katholische St. Martinskirche steht auf römischen Mauern. 1957 wurde ein alemannisches Gräberfeld entdeckt. Die Alemannen, die um 500 in diese Gegend vorrückten, wurden die Nachfolger der sogenannten Helvetorömer. Eine Sippe der Alemannen ließ sich nach dem endgültigen Zusammenbruch des Römischen Reiches unter ihrem Führer und Namensgeber Agarich hier nieder. Der Name des Dorfes wandelt sich von Agarichingen über Egrachingen, erstmals urkundlich erwähnt, 1201, über Egerchingen zu Egerkingen. Aus dem Kreise der deutsch sprechenden Alemannen bilden sich aus den Führerfamilien allmählich die Adeligen heraus, deren Grafen im Namen des Königs als höchste Richter im Gäu amteten. Die Landgrafschaft Buchsgau mit Neuendorf und Egerkingen wurde im Jahr 1080 von König Heinrich IV. An das Bistum Basel verschenkt. Im Jahr 1402 verkaufte Hans von Blauenstein die Burg Neufalkenstein und die vier Dörfer Egerkingen, Herkingen, Neuendorf und Wolfwil an die Stadt Solothurn. Mit dem Beitritt zum Hoheitsgebiet Solothurn übernahmen die Grafen von Frohburg das Zepter in der Gemeinde.
Diese besaßen auf 1478 in Egerkingen einen urkundlich bezeugten Hof, von dem sie den Zehnten entrichtet bekamen. Im Jahre 1481 wurde Egerkingen zusammen mit Solothurn eidgenössisch. Noch weiter zurück geht die Geschichte der alten, der sogenannten Oberen Mühle. Diese gehörte 1385 dem Ritter Hug von Falkenstein, der sie seiner Ehefrau Anna von Durach vermachte. Die heutige Form des Gebäudes stammt aus dem Jahr 1614. Nach der Stilllegung im Jahr 1970 und der Renovation im Jahr 1991 steht die alte Mühle als Tagungsstätte und als Ort der Begegnung der Öffentlichkeit zur Verfügung. Das Dorf erstreckte sich um 1724 dem Flürbach entlang bis hinunter zur Oberen Mühle, so dann entlang der Landstraße vom Restaurant Halbmond bis zum Restaurant Kreuz, schließlich am Berghang als Vorstadt bis ins Ferch hinauf. Der ursprüngliche Dorfkern mit Gärten und Hofstätten war zum Schutz gegen das Weidevieh mit einem Buchszaun umgeben, der sich im Gebiet der Jakobsleiter und dem Flürloch bis heute teilweise erhalten hat. Die Mehrheit der Dorfbewohner ging einem handwerklichen Beruf nach, Schmied, Weber, Schneider, Seiler, Imker, Schuster, um nur einige zu nennen. Nach der Eröffnung der Eisenbahnlinie in 1876 zwischen Solothurn und Olten, die sogenannte Gäubahn, nachdem diese Eröffnung nur geringe Auswirkungen auf die örtliche Industrie hatte, wurde der starke Einwohnerzuwachs in den letzten 50 Jahren hauptsächlich durch den Bau der Nationalstraßen ausgelöst, welcher die Ansiedlung einer Vielzahl von Betrieben nach sich zog. So lag Egerkingen ab 1970 am Kreuzungspunkt der beiden wichtigsten Straßenverbindungen der Schweiz, den Autobahnen A1 und A2. Diese Entwicklung war positiv für den Arbeitsplatz wie auch das Dienstleistungsangebot. Auch als Kongressstandort ist Egerkingen begehrt, so wird jede achte Übernachtung des Kantons Solothurn hier gebucht. Was die Bevölkerungsentwicklung angeht, 1837, 949 Einwohner, die bis 1850 auf 1011 sich erhöhten, dann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, vor allem aufgrund der Hungersnöte, gab es viele Auswanderungswillige, sodass man um 1900 auf 983 Einwohner kam und von da an wuchs ihre Zahl nach und nach bis auf die heutigen etwa 3500 Einwohner. Das Wappen von Egerkingen zeigt auf blauem Hintergrund einen grünen Zweiberg mit je einer grünen Tanne, oben beseitet von drei gelben Lilien, wovon die mittlere gestürzt ist. Als Persönlichkeiten aus Egerkingen sind zu erwähnen Urs Josef Hammer, 1779 bis 1843 Hauptmann im Dienste Napoleons, Ritter der Ehrenlegion und Träger des Ludwigordens. Josef Meinrad Rauber, 1861 bis 1939 Schullehrer, Kulturförderer und Sängervater. Sowie Reto von Arx, geboren 1976, bekannt als Eishockeyspieler. Was die Sehenswürdigkeiten angeht, ist vor allem die katholische Kirche, die St. Martinskirche im historischen Dorfteil im Norden und die reformierte Pauluskirche im Süden als Merkmale für das Dorf zu erwähnen.
In unregelmäßigen Abständen leuchtet oberhalb der Jakobsleiter ein großes Holzkreuz, welches durch eine Wohltätigkeitsgruppierung der katholischen Martinsgemeinde errichtet wurde. Bedeutsam für die Entwicklung der Gemeinde ist der direkte Anschluss zur Autobahn bzw. das naheliegende Autobahnkreuz. Wenn wir Sie noch zu einem kleinen Spaziergang einladen dürfen, ausgehend vom Bahnhof von Egerkingen, der unten an der dünneren in der Gäuebene liegt, kommen Sie zuerst zur reformierten Pauluskirche. Weiter dann über die Dünen zu der schon erwähnten alten Mühle, dem ältesten Gebäude von Egerkingen. Geht weiter hinauf durch den Dorfkern, geprägt durch einige alte Bauernhäuser, bis hin zur katholischen Kirche St. Martin, eine der ältesten Kirchen überhaupt der Schweiz. Etwas oberhalb dieser Kirche am Jurahang schon ist dann die Jakobsleiter und das Schattenhüsli, eine überdachte Aussichtsplattform oberhalb von Egerkingen. Wenn Sie noch weiter hoch steigen, kommen Sie zur Flüematt mit dem Flüemattweiher und dem Flürbach, der dann bis ins Dorf hinunter geht und anschließend in die Dünen mündet. Sie kommen zur Friedau, eine ehemalige psychiatrische Klinik, die heute nach einer neuen Verwendung sucht. Und noch weiter oben kommen Sie zum Nack einer Bergkuppe auf 867 Metern über Meer. Weiter im Osten die Santlhöhe, ein Gebirgspass im Schweizer Jura, und weiter unten dann die Sandlkapelle, die zwischen Egerkingen und Heggendorf liegt. Egerkingen hat also einiges zu bieten, auch im touristischen Sinn. Und persönlich, unsere Familie Studer ist eines der alten Egerkinger Geschlechter. Und Egerkingen bewahrte auch eine eigentümliche Mundart, verschieden von den anderen Dörfern im Gäu. Und von dieser Mundart möchte ich Ihnen jetzt ein kleines Müsterchen geben zum Abschluss dieses YouTubes. Z'Egerchinge, z'Hingerst hinge, hat es Hüngli im Chingli es Hängli abbisse, bim ne grö-blöue Föwe, wo dort auf dem grüne Rase am Berg lo sto lo.